Wenn man krank ist, dann weiß man, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und dann kann man den Spruch auch genauer verstehen, wenn einer sagt, er sieht die Blumen am Wegrand stehen. Wenn man nicht mehr schnell kann, dann sieht man die tatsächlich am Wegrand stehen, weil man sie sich betrachtet. Und dann erst lernt man mal, wie schön das nahe ist und mit wie wenig man eigentlich glücklich leben kann. Martin Müllers Leben hängt von einer Maschine ab. Und das mit kurzen Unterbrechungen schon seit 35 Jahren. Der 42-Jährige ist Dialysepatient. Dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags, fährt der geborene Bildstocker ins Nierenzentrum nach Püttlingen, um sein Blut reinigen und eingelagertes Wasser aus seinem Körper ziehen zu lassen. Der erste Schritt ist der Gang auf die Waage. 54,2. Das sind 1200 Gramm. Wasser, die jetzt an der Dialyse entzogen werden müssen. Das heißt, von der letzten Dialyse bis zu dieser Dialyse habe ich 1200 Gramm Flüssigkeit zu mir genommen. Und da ich keine Nierenausscheidung habe oder Nierenfunktion, muss die Dialysemaschine jetzt die 1200 Gramm Wasser entziehen. Martin Müller hat keine Nieren mehr und damit auch kein Organ, das seinen Körper entgiftet, den Wasserhaushalt oder den Blutdruck reguliert. Das übernimmt das Dialysegerät. Direkt neben seinem Bett im Behandlungszimmer steht der lebensrettende Apparat. Martin Müller hat es sich auf seiner Liege mittlerweile bequem gemacht. Die Kleidung, ein weißes Hemd und eine Jeans, hat er angelassen. Nur die Schuhe hat er ausgezogen. Die Decke ist bis zum Bettende zurückgeschlagen. Seine Beine ruhen darauf. Auf dem Tischchen neben sich hat Müller seinen Laptop, sein Handy, Medikamente, eine Packung Schokoriegel und zwei kleine Fläschchen Fruchtsaft drapiert. Alles griffbereit, denn während der kommenden 5 Stunden wird er nicht aufstehen können. 67. Über einen Touchscreen gibt Pfleger Albin Leidinger alle Parameter ein, die nötig sind, damit die Dialyse beginnen kann. Das Blut läuft durch den Filter durch. Die Fasern des Filters sind so beschaffen, dass die Giftstoffe durchpassen. Die wichtigen Blutbestandteile, die wir im Blut haben wollen, bleiben im Blut drin. Und die Giftstoffe können übertreten in die Spülflüssigkeit und werden dann abtransportiert. Die Giftstoffe, das sind unter anderem Salz und Phosphat, erklärt Moschkan Meyer-Römer, Nephrologin und Müllers behandelnde Ärztin. Salz an sich ist ja eigentlich lebensnotwendig. Ja, wir könnten ohne Salz nicht leben, aber viele unserer Patienten kommen ja an der Dialyse, weil die entweder hohen Blutdruck haben oder durch die Nierenschwäche hohen Blutdruck bekommen. Und wir wissen aus vielen Studien, dass wenn wir salzarme Kost zu uns nehmen, dass dann halt die Blutdruckregulierung oder die Blutdrucksenkung viel einfacher wird und die Medikamente auch entsprechend besser wirken. Auch das eigentlich wichtige Phosphat kann für Nierenkranke lebensgefährlich werden. Da es nicht ausgeschieden werden kann, sammelt es sich im Körper. Wenn dann noch ein Kalziumproblem da ist, dann haben wir Kalziumphosphatprodukt, damit Kalk. Und Kalk setzt sich dann in den Gefäßen fest und deshalb ist das ja das Hauptproblem bei unseren Patienten an der Dialyse, dass sie Verkalkung an vielen Gefäßen bekommen, unter anderem am Herzen, und dass sie an kardiovaskuläre Probleme im Grunde genommen sterben, nicht an der Dialyse an sich. Die möglicherweise lebensbedrohlichen Folgen, Hirnschlag oder Schlaganfall. Aber auch die Wassereinlagerungen können zur tödlichen Gefahr werden. Dann nämlich, wenn sie in die Lunge wandern und dort eine Lungenentzündung mit entsprechender Blutvergiftung hervorrufen. Dialysepatienten müssen deshalb strenge Diät halten. Beim Essen genauso wie beim Trinken. Zwischen 800 Milliliter und 1 Liter pro Tag müssen reichen. Martin Müller hat sich mittlerweile an die Einschränkungen gewöhnt, sagt er. Noch gut erinnert er sich aber daran, wie schlimm der Durst in den ersten Jahren seiner Erkrankung war. Man ist sogar in ein Gitterbett geschlossen worden, damit man nicht heimlich an den Wasserhahn geht und trinkt. So wurde man rund um die Uhr überwacht in der Kinderklinik. Ich habe im Krankenhaus mal eine Flasche Limonade gesehen. Ja, da war gelbe Handseife drin. Und ich habe es Gott sei Dank gemerkt, aber man musste sich den Mund ausspülen und so. Ich erinnere mich, ich habe alles getan, um heimlich zu trinken. Ich komme aus einer Schlosserfamilie. Wir hatten eine Schlosserei und mein Opa hatte Dietrichs für die alte Schlösser. Ich habe bei der Nachbarschaft als mal den Keller aufgeschlossen und habe dort Sprudel gestohlen, nur weil ich Durst hatte. Und weil zu Hause war alles weggesperrt. Als kleiner Junge hat er oft Angina,
Doch sein Arzt, so erzählt er, habe nicht erkannt, dass die Mandeln rausgenommen werden müssten. Irgendwann richtet sich sein Immunsystem gegen den eigenen Körper. Seine Nieren versagen. Mit 7 wird Martin Müller erstmals dialysiert. Von einem Tag auf den anderen ist Müllers Kindheit damit vorbei. Er kommt in die Heidelberger Uniklinik, weil es im Saarland keine adäquate Behandlung für Kinder gibt. Müller, aber auch sein Vater erinnern sich noch gut an damals, an die erste Blutwäsche. Martins Körper ist regelrecht aufgequollen. Überall hat sich Wasser eingelagert. Und da haben die innerhalb von, ich glaube, von 4 Tagen 13 oder 14 Liter Wasser rausgeholt. Der Martin hat geschrien wie am Spieß, ich verbrenne, ich verbrenne. Der hat erst mal das erste Mal richtige Körpertemperatur gekriegt. Na, mir war es ja nicht. Ich erinnere mich heute noch dran, dass ich im Bett gelegen habe und geheult habe, weil ich gedacht habe, ich verbrenne, so heiß hatte ich. So, und als 7-jähriges Kind das alles mitzuerleben, wenn Leute dann ums Bett stehen, die das Kind auch noch festhalten und fixieren, damit sich's nicht wehren kann, und die Eltern müssen daneben stehen und zu allem Arm sagen, weil es ja zur Lebenserhaltung dient. Das war für mich ein dramatisches Erlebnis, für die Eltern ein dramatisches Erlebnis. Die Ärzte räumen Martin keine großen Überlebenschancen ein. Damals hat man mir anfangs mal gesagt, ein Arzt, der hat gesagt, haben Sie nur das eine? Und ich sagte, ja. Ja, dann legen Sie sich noch welche zu, das hier wird nichts mehr. Mehrfach springt Martin Müller dem Tod von der Schippe. Immer wieder kämpft er sich ins Leben zurück. Die Dialyse ist sein ständiger Begleiter. Zunächst in Heidelberg, später steht die lebensrettende Maschine neben seinem Bett im heimischen Kinderzimmer. Mit 8 Jahren wird ihm zum ersten Mal eine Niere transplantiert. Sie hält aber keine 4 Monate und muss schließlich wieder entfernt werden. 3 Jahre später erhält er eine zweite Nierenspende. Für ein paar Jahre kann Martin Müller wieder ein fast normales, kindgerechtes Leben führen, ohne Dialyse. Er geht wieder zur Schule, macht ein Praktikum bei der Saarbergwerke AG und wird später ins Angestelltenverhältnis übernommen. Doch die Freude über das neue Organ währt nicht lange. 7 Jahre nach der Transplantation muss auch die zweite Spenderniere wieder entnommen werden. Sein Körper hat sie abgestoßen. Seit 24 Jahren ist er nun wieder ununterbrochen an der Dialyse. Trotzdem kommt eine weitere Transplantation für ihn nicht in Frage. Ich war ja 2-mal transplantiert, als Kind 2-mal und die erste hat gar nicht gehalten. Da war ich mehr im Krankenhaus wie zu Hause und dann immer in Heidelberg, keine familiäre Bindung. Und beim zweiten Mal, das hielt dann 7 Jahre, da hat die Schulausbildung und die Berufsausbildung gerade so funktioniert. Und ich wollte dann ein drittes Mal nicht. Ich kann mit der Dialyse sehr gut leben. Und gut dialysiert ist besser wie schlecht transplantiert. Seine Entscheidung hat er damit gegen den ärztlichen Rat gefällt. Seine Ärztin Moschkan Meyer-Römer spricht sich für einen dritten Versuch aus, auch wenn er mittlerweile zu den Risikopatienten zählt. Weil da Antikörper schon gegen erster und zweiter Organ da sind, die dann halt das dritttransplantierte Organ nochmal angreifen könnten. Das heißt, man braucht mehr Immunsuppressiva, das heißt Medikamente, die das Immunsystem im Schach halten. Das ist sicher mehr Risiko für ihn, auch was chirurgische Risiken anbelangt, weil er Vernarbungen hat. Nichtsdestotrotz ist er jung. Und wir werden ja auch medizinisch immer besser, sodass ich denke, dass man doch die Möglichkeit zur Transplantation bei ihm hätte. Natürlich ist das aber seine Entscheidung mit. Und wenn er sich mit der Dialyse zurechtfindet und damit besser fährt, dann ist das auch eine Lösung oder ein Weg, den man gehen kann. Transplantiert ist nicht gleich gesund. Im harmlosesten Fall lösen die hochdosierten Medikamente bei Patienten mit Spenderniere Diabetes aus. Wenn es schlecht läuft, Tumorerkrankungen. Und eine gespendete Niere hält, je nach Alter des Patienten, eben kein Leben lang. Martin Müller hat sich dazu entschlossen, seine Krankheit anzunehmen. Bis er soweit war, war es aber ein langer, steiniger Weg. Einige Zeit lebt er ganz gut mit der Krankheit. Er geht arbeiten, zur Dialyse und in seiner Freizeit leidenschaftlich gern angeln. Seit seiner Kindheit ist er, wie sein Vater, Mitglied im Bildstocker Angelsportverein. Viele Stunden verbringen sie am Saufangweiher. Doch dann geht es ihm gesundheitlich immer schlechter. Die Krankheit zwingt ihn in die Rente, mit gerade einmal 27 Jahren. Müller fällt in ein tiefes Loch. Um mit 27 Jahren zu Hause zu bleiben, das ist halt nicht gerade einfach. Da entstehen sehr viele Probleme, weil fortan interessiert sich keiner mehr, ob man morgens aufsteht,
oder etwas isst oder so, egal wie der Tagesablauf aussieht, das interessiert keiner und es steht auch kein Zwang dahinter. 2 Jahre lang geht Müller kaum noch aus dem Haus, außer zur Dialyse. Er wechselt morgens vom Schlafanzug in den Jogginganzug und vom Bett auf die Couch. Eine echte Sinn- und Lebenskrise, in die er sich immer mehr hineinsteigert. Er entwickelt regelrechte Panikattacken. Ich erinnere mich, nur auf die Bank zu fahren, um Geld abzuholen in dieser Zeit, war eine Planung von mehreren Tagen. Um den Weg genau zu gehen, an einem Tag, wo nicht viel Betrieb in dem Ort war, um allem aus dem Wege zu gehen, was eventuell eine Panik entwickeln könnte. Auch sein Vater, zu dem Müller sonst ein sehr enges Verhältnis hat, dringt nicht zu ihm durch. Da hätte ich ihn erschießen können, aber so blöd war ich da als. Ich konnte auch nicht jede Meile nach Ebbelbahn fahren und den aus dem Bett schmeißen. Ich musste das selber schaffen. Irgendwann erkennt auch Müller, dass es so nicht weitergehen kann. Er sucht sich psychologische Hilfe und zieht nach Saarbrücken. Raus aus der Kleinstadt, rein ins volle Leben. Er findet eine Freundin und entdeckt die Vereinsarbeit für sich. Er schließt sich dem Verein Junge Nierenkranke Deutschland e.V. an, baut ihn mit auf und gründet eine Regionalgruppe in Saarland. Mit der Vereinsarbeit kommt auch die Einsicht, dass er seine Krankheit akzeptieren muss, wenn er nicht die ganze Zeit mit seinem Schicksal hadern will. Das ist alles so passiert durch den Kontakt wieder zu Gleichgesinnten und so. Ich habe das toll gefunden, wie die damit umgegangen sind und habe mich dann auch gefühlt wie so im Saarland, sagt man, Jammerlappe. Ich war ständig am Jammern und habe eigentlich die Stärke von anderen. Da habe ich mir ein Beispiel dran genommen. Die haben sich nicht hängen gelassen, die haben einfach was getan. Der Ratschlag der anderen Nierenkranken lautet, nimm die Krankheit an. Am besten als Freund. Und genau das tut Müller. Mit einem Freund geht man besser um. Freund beleidigt einen manchmal auch oder ist man nicht so die Freundschaft okay. Wie, es kriselt immer mal wieder und so ist es halt in der Krankheit im übertragenen Sinne auch. Sie ist mal unauffällig und dann ist immer wieder eine Zeit auffällig, wo es kriselt. Aber man versucht gemeinsam mit der Krankheit wieder aus dieser Kriselei rauszufinden, um dann wieder in die Zukunft zu schauen und weiterzugehen. Seine Erkenntnis will er auch anderen Nierenkranken weitergeben. Er reist als Referent durch ganz Deutschland und hat plötzlich wieder das Gefühl, hier werde ich gebraucht, hier kann ich was tun. Der Erfahrungsaustausch, glaubt er, helfe den Betroffenen mehr als jede Lehrbuchmeinung eines Mediziners. Und so ruft er als Mitglied im Verein Niere Saar e.V. auch einen Nierenstammtisch ins Leben. Herr Wagner, wollen Sie erfahren? Ja, die ist zu Hause. Alle 8 Wochen treffen sich Dialysepatienten, Transplantierte, aber auch deren Angehörige im Restaurant des Kirkeler Karawanplatzes. Bei Kaffee, Kaltgetränken und selbstgemachten Kuchen tauscht sich die Runde aus. Es geht aber nicht nur um den Austausch von Krankenhausgeschichten. Untereinander verstehen wir uns alle gut, ne? Und man freut sich, wenn der Tag kommt, weil die Leute sind also aufgeschlossen und nett, ne? Jeder erzählt, ne? Nicht über die Krankheit, über Urlaub, über Feste oder über die Kinder und Enkelkinder. Da wird über alles gesprochen. Ne? Also ich meine, jeder ist mal, hat mal einen Tag, wo es ihm vielleicht auch nicht so gut geht oder ist es sonst irgendein Ereignis, das dann erzählt wird, da wird drüber gesprochen. Man fühlt ja auch mit dem Schicksal eines jeden, der da ist. Also ich finde es unheimlich schön, es wird aber auch hier viel gelacht. Auch Helmut Maas sitzt mit am Tisch. Mit ihm unterhält oder streitet Müller vornehmlich über das Thema Fußball. Heute kostet Müller nochmal den 3:0-Triumph seiner Mannschaft gegen die Münchner aus. Ich bin Dortmund-Fan, er ist Bayern-Fan. Und trotzdem kommen wir alle ganz gut zusammen. Bekennen da, was ja ziemlich schwierig war die vorige Woche. Ne? Wenn man bekennen da Bayern-Fan ist, vorige Woche, das war hart. Aber hat der Müller Sie dann getröstet? Ja, ja, na, abends hat er angerufen, morgens um 7:45 schon. Ja. Man muss sich ja nicht, dass er daheim auf dem Teppich liegt mit Schnappatmung oder so. Für Helmut Maas ist Müller so etwas wie sein Sohn. Seit Jahren kennen sich die beiden aus ihrer Vereinsarbeit, telefonieren 2-mal täglich miteinander. Seine Frau Annelie war nierenkrank und musste an die Dialyse. Vor 9 Jahren bekam sie ein Spenderorgan.
Im März verlor sie den Kampf um ihr Leben. Ein Schock für beide. Martin Müller hat eine Internetseite für Nierenkranke eingerichtet. Auf ihr findet sich auch der Spruch der Woche. Nach dem Tod von Annelie Maas platziert er an der Stelle ein Zitat von Jane Austen. Dass uns eine Sache fehlt, sollte uns nicht davon abhalten, alles andere zu genießen. Vor ein paar Jahren erhält Martin Müller wieder einen gesundheitlichen Dämpfer. Herzrhythmusstörungen. Sein Herz macht nicht mehr so mit, wie er es gern hätte. Er ist kaum noch belastbar, muss den Großteil des Tages zu Hause bleiben und sich schonen. Doch noch einmal aufgeben kommt für ihn nicht in Frage. Er richtet eine Internetseite ein, www.spektrum-dialyse.de. Hier sammelt er massenhaft Infos über Nierenerkrankungen, medizinische Fortschritte, über Hilfen zur Selbsthilfe und Presseberichte. Er hat auch ein Expertenteam zusammengestellt, zu dem Betroffene bei Fragen und Problemen Kontakt aufnehmen können. Und er schreibt regelmäßig in einer Art Blog über Gedanken, die ihm gerade durch den Kopf gehen. So befasst sich Martin Müller, der mittlerweile wieder Single ist, zum Beispiel mit dem Problem von Nierenkranken, überhaupt einen Partner zu finden. Es ist so still in meiner Wohnung. Niemand ist da, mit dem ich über das Erlebte reden kann. Ich denke, okay, ich bin Single. Wem sollte ich auch etwas erzählen? Millionen anderer Singles geht es ebenso. Du bist aktiv, eventuell im Freundeskreis und deiner Umgebung beliebt und bekannt wie ein bunter Hund. Aber wenn du nach Hause kommst, ist alles still und keiner ist da, mit dem man Erlebtes teilen kann. Viele Singles haben jedoch die freie Wahl, sich für ein Leben alleine oder zu zweit zu entscheiden. Haben wir diese Wahl als Nierenkranke auch? Müller selbst ist gerade einmal 1,59 Meter groß. Seine Stimme klingt wenig männlich. Am Telefon wird er oft für eine Frau gehalten. Typisch für die frühe Dialysegeneration der 70er und 80er Jahre, wo es noch keine Wachstumshormone gab, die den jungen Patienten eine normale körperliche Entwicklung ermöglicht hätten. Gerade für die männlichen Nierenkranken sehe ich hier ein erstes Handicap, eine Frau kennenzulernen. Auch sonst sei das Erscheinungsbild nach langer Dialysezeit gewöhnungsbedürftig, schreibt Müller weiter. Dialysepatienten leiden unter Blutarmut. Dadurch wird die Haut trockener, Gifte bleiben in den Zellen zurück, die Haut verfärbt sich, es bilden sich Falten. Auch Müllers Gesicht ist leicht gelblich. Aber auch der Arm, in den bei jeder Dialyse mit 1,6 mm dicken Nadeln gestochen wird, ist kein schöner Anblick. Das seien weitere Handicaps, die es einem männlichen Langzeitdialysepatienten schwer machten, eine Frau kennenzulernen. Wir sind jetzt aber nur bei dem Erscheinungsbild. Von der Krankheit selbst habe ich noch nicht gesprochen. Was denkt eine Frau, wenn sie hört, der Mann ist auch noch krank? Eine Frau möchte vielleicht Kinder, die sie aber nicht alleine erziehen will. Für sie stellt sich eventuell die Frage, ist auf meinen Partner Verlass? Lebt er so lange, um mir zu helfen? Oder stehe ich am Ende als Alleinerziehende da? Ist die Gründung einer Familie überhaupt möglich? Daher wieder meine Frage vom Anfang. Haben wir die Wahl, als Nierenkranke oder junge Nierenkranke selbst zu entscheiden, ob wir als Single leben wollen? Meiner Meinung nach nein. Mit all diesen Handicaps eine Beziehung zu beginnen, ist einem Glückstreffer im Lotto gleichzusetzen. Martin Müller beschäftigt sich aber auch intensiv mit dem Thema Organspende. Das ist große Herzenssache auch für mich. Und das, obwohl er für sich selbst eine Transplantation ablehnt. Schon seit 2003 steht er am jährlich stattfindenden Tag der Organspende in der Saarbrücker Innenstadt und will die Menschen aufklären. Anfangs stehen sie nur zu zweit dort, Müller und sein Vater. 2010 gründet Müller dann die Arbeitsgemeinschaft Infoteam Organspende Saar. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern besuchen sie auch Schulen, um das Thema ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Er wolle niemanden zu einem Ja drängen, sagt Müller. Ihm sei wichtig, dass jeder zu Lebzeiten überhaupt eine Entscheidung für sich fälle. Auch ein Nein könne er akzeptieren. Doch gerade der Skandal an 5 deutschen Unikliniken, an denen Ärzte dafür sorgten, dass ihre Patienten weiter oben auf der Warteliste standen, hat die Zahl der Skeptiker und Neinsager weiter in die Höhe getrieben. Natürlich ein Thema für seinen Blog. Keiner, der nicht selbst wartet, kann nachvollziehen, wie es den Menschen und Angehörigen geht, die sehnsüchtig auf den einen Anruf vom Transplantationszentrum mit der Nachricht warten: Wir haben ein Organ für Sie. Als Dialysepatient sind wir in der glücklichen Lage, die Wartezeit auf eine neue Niere mit der Dialyse, wenn keine Komplikationen eintreffen, bis zur Transplantation zu überbrücken.
Patienten, die auf ein Herz, Lunge oder Leber warten, haben diese Möglichkeit der Überbrückung nicht. Mit jedem Tag, an dem die Leistung des eigenen Organs abnimmt, die Atemnot größer wird, der Herzschlag unregelmäßiger, die Leistungskraft nachlässt, durchleben die Patienten sowie ihre Angehörigen Todesängste sowie Verlustängste. Welche Gefühle und Ängste in Eltern kranker Kinder vorgehen, die hilflos wartend neben dem Krankenbett stehen, können wir uns allesamt nicht vorstellen. In dieser schweren Zeit wird ihnen nun durch den Skandal, dessen Ursache eventuell auf der medizinischen Seite liegt, noch zusätzlich durch zum Teil unsachliche Medienberichte die Hoffnung genommen. Seit die Machenschaften der Ärzte vor 2 Jahren bekannt wurden, ist die ohnehin schon niedrige Zahl der Organspender weiter stark gesunken. Allein von 2012 auf 2013 um mehr als 16%. Während 2012 rund 3.500 Organe gespendet wurden, waren es ein Jahr später nur noch knapp 3.000. Das Saarland zählte im vergangenen Jahr gerade einmal 8 Spender. Das, denke ich, hat auch etwas damit zu tun, ja, mit dem Skandal. Wenn Sie sich die Zahlen aus den Jahren weiter davor angesehen haben, da gab es höhere Organspendebereitschaften, auch im Saarland. Also ich denke, es ist nicht so, dass der Saarländer an sich kein Organspender sein möchte. Man muss natürlich auch immer nachschauen, sind denn in diesem Jahr genauso viele Menschen auf einer Intensivstation verstorben, im Hirntod verstorben, wie sonst auch? Und diese Zahlen liegen uns bedauerlicherweise aber nicht vor, sodass wir da keine genauen Rückschlüsse ziehen können. Undine Samuel ist geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation der Region Mitte und damit zuständig für das Saarland. Sie weiß, viele Menschen sind beim Thema Organspende verunsichert, haben Angst und verdrängen es am liebsten. Dabei sei die Organspende durch die vielen Akteure im Prozess sicher. Aufklärung hält sie deshalb für das A und O. In der Gesellschaft muss ein gemeinschaftliches, positives Bild der Organspende auch erzeugt werden. Organspende ist etwas Positives. Man kann Leben damit schenken. Leben, wenn mein eigenes Leben zu Ende ist. Und das ist immer positiv. Und ich muss aber darüber aufklären, was passiert dabei bei dieser Organspende. Und da sind wir alle gefragt, ob das die Krankenkassen sind, die das jetzt schon tun, ob das die Politik ist, die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die DSO beteiligt sich daran, aber auch alle im Krankenhaus tätigen. Derzeit warten rund 11.000 Menschen auf ein neues, womöglich lebensrettendes Organ. 8.000 davon hoffen auf eine neue Niere, 74 davon im Saarland. Doch gerade Nieren sind immer weniger verfügbar. 2013 wurden gerade einmal 870 transplantiert. Jeden Tag, so die Statistik, sterben 3 Menschen, weil es nicht genügend Spender gibt. Undine Samuel appelliert deshalb, wie Martin Müller, auch an alle, die noch mit sich hadern. Entscheiden Sie sich. Es ist wichtig, es ist für manche Menschen lebenswichtig und es ist auch für ihre Angehörigen wichtig, dass sie nicht in der schlimmsten Stunde da auch noch drüber Gedanken machen müssen. Müllers Engagement für andere Erkrankte baut ihn auf. Sein Leben hat einen Sinn. Er freut sich über die kleinen Dinge des Alltags, über ein gutes Frühstück oder über gute Musik. Doch woher nimmt er all seine Kraft und sein positives Denken? Auch das Schicksal und die Angst kommt über Nacht. Ich gehe oft zur Kirche, wenn es mir gesundheitlich geht. Hab Gott sei Dank das Glück, einen Pfarrer zu haben, der sehr gut predigen kann. Aus den Predigen kann ich sehr viel Kraft für mich rausziehen, aus meiner Familie. Wenn ich irgendwie in Not bin, ist sie stets für mich da. Ebenso wie Freunde, die mich nie hängen lassen und auch für mich da sind. Ich war dabei. Und ich sage heute noch, ich schätze, dass ich mal in Heidelberg so an die 100 Kinder kennengelernt habe. Und davon noch 5 Leben sind es viele und das ist einer von meiner. Gerhard Müller ist unsagbar froh, dass es sein Sohn bis hierher geschafft hat, obwohl es zwischenzeitlich nicht gut um ihn stand. Und auch Martin Müller selbst ist dankbar für jeden Tag, den er erleben darf, an dem nicht seine Krankheit seinen Tagesablauf bestimmt, sondern er selbst. Und seine Wünsche für die Zukunft? Gesund zu bleiben. Ich meine, gesund zu bleiben hört sich jetzt lächerlich an. Ich liege an der Dialyse, mein Leben hängt von der Maschine ab. Aber in dem Rahmen, wo ich jetzt bin, dass die Gesundheit stabil bleibt und ich noch ein paar Jahre mein Leben genießen kann. So lange, bis es heißt, jetzt ist halt Zeit zu gehen.